Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme, einem neuen Horror-Game. Diesmal nicht von itch.io, weil die Seite irgendwie down ist. Und mir ist mit Schrecken aufgefallen, ich brauche ein Video für morgen. Also für heute, für jetzt, wenn ihr es seht. Ja, und ich habe mich lange gedrückt, weil, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, ich bin kein Freund von Aliens. Und dieses Spiel handelt von Alien-Entführung. Es ist eine Demo-Prolog. Ich konnte bei Steam auf Playtest drücken. Gehen erstmal in die Einstellung. Vollbild. FPS ausschalten. Pauschal ein Tacken heller. Episch, episch, episch. Automatische Erkennung. Hat sich was geändert? Audio? Ich sagte Audio, nicht Computer. Was ist denn hier los? Das Spiel? Oh, Deutsche. Was sollen wir spielen? Demo oder Prolog? Ist es dasselbe? Ich weiß es nicht. Senden Sie Ihre Geschichten und Vorschläge per E-Mail an. Das könnt ihr nicht sehen. theyarehere.game@gmail.com. Wir gehen mal auf Demo. Auf der Gracewood Farm traten unerklärliche Phänomene auf. In der Nacht des 7. August sah die Familie Sherman grelle Lichter am Himmel, die sich mit rasender Geschwindigkeit über das Maisfeld bewegten. Die Lichter bewegten sich in chaotischer Richtung und mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Nach einiger Zeit verschwanden sie. Dieses seltsame Verhalten am Himmel wurde 5 Tage lang um die gleiche Zeit nachts nachts beobachtet. Nach Angaben des Hofbesitzers wurden alle Tiere verrückt. Der Hund wurde aggressiv, versuchte ihn anzugreifen und biss ihn. Die Kinder beschwerten sich, dass jemand unter ihren Fenstern schlenderte. Der Bauer Peter Sherman sah bei der Feldarbeit eine seltsame Gestalt. Oh, ich will das nicht spielen. Die nicht wie ein Mensch aussah. Was war das? Ein absichtlicher Betrug oder ein Wunsch, alle auf sich aufmerksam zu machen? Oder eine außerirdische Invasionssensation. Die Journalistin Taylor Fox reist zur Gracewood Farm, um einen Fotobericht für eine Lokalzeitung zu drehen. Ich trinke nochmal schnell einen Schluck. Oh Gott, es geht direkt los. Aufgabe, mit dem Farmer Peter Sherman reden. Kann ich? Oh. Ja, ich wollte nur... hat er das jetzt auch genommen? Ja. Ja, besser. Okay, ich kann wieder zoomen. Ich kann rennen. Ich kann nicht springen. Aber gut. Wir haben einen Wobbel-Wobbel-Gang. Oh, hallo. Linke Maustaste gedrückt halten, um ein Foto aufzunehmen. Das ist doch einfach nur ein Dreieck. Nehmen. Das Schirmenhaus. Hat doch schon brav seinen Müll rausgebracht. Das darf sein. Oh ja, ich möchte auch direkt vor einem Maisfeld wohnen. Das fände ich überhaupt nicht beängstigend. Ich will das nicht. Oh ja, überhaupt nicht gruselig. Ich muss meine Vogelscheuche neu machen, habe ich vorhin gesehen. Lustigerweise heißt meine Vogelscheuche Peter. Peter Sherman und so. Ne? Das Haus untersuchen. Ein Zettel. Herr Fox, wir haben einen Termin vereinbart, aber es kam zu einem Unglück. Unsere Tochter ist verschwunden. Meine Frau begab sich in die Stadt, um jemanden um die Hilfe anzugehen. Ich merke schon, das gutes Deutsch-Übersetzung mit Google. Mein Sohn und ich untersuchen die Farm. Oder habe ich mich verlesen? Unsere Tochter ist verschwunden. Meine Frau begab sich in die Stadt, um jemanden um die Hilfe anzugehen. Okay. Mein Sohn und ich untersuchen die Farm. Wir hinterlassen Zettel
Für Sie und die Polizei, falls wir einander verfehlen. Seien Sie vorsichtig, Peter Sherman. Ja, so mache ich das auch. Aufgabe, das Haus untersuchen. Hallo, haben wir uns verfehlt? Hallo. Batterie ist da, es funktioniert. Ich setze mich hier hin und warte. Er hat aber noch Zeit, alle Türen abzuschließen. Ja? Was ist das für eine Küche? Das ist okay, aber... Ich habe da noch so eine Ecke bei der Küche und in der Küche passte der Kühlschrank nicht hin. Also packe ich den Kühlschrank neben die Treppe. Auf dem Foto Mitglieder der Sherman-Familie. Mitglieder der Sherman-Familie. So sieht die eigentlich glückliche Familie aus. Kann ich gucken, was die Sherman-Familie im Kühlschrank hat? Nein. Okay. Die alte Zeit... Oh, liest du jetzt die ganze Zeitung? Nee, doch nicht. Dies ist eine alte Zeitung über Kornkreise und andere unerklärliche Phänomene, wie ich träume die Nacht von Aliens. Es sieht so aus, als ob das hier schon lange passiert. Warum wusste ich das nicht? Ja, wenn du nicht weißt, worüber du dich informieren könntest, dann tust du es wohl nicht. Ihr Wasserhahn tropft. War da was? Nee, ich guck da nicht raus. Nee. Ist eine sehr komische... Ja, so kannst du mal den Kühlschrank von oben abwischen. Ja? Ja, kann man machen. Muss man aber nicht. Ja, nee, ich guck da nicht raus. Lass mich raten, Mitglieder der Schöner-Familie, okay. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich es laut auf meinen Ohren habe oder nicht. Mitglieder der Sherman-Familie. Auch der Hund ist ein Mitglied der Sherman-Familie. Ich höre den Wind rauschen. Aha. Ich habe so viel Zeit, zwei Seiten Zettel. Da kann man doch einfach mal auf die Polizei und mich warten, oder? Vor allen Dingen, wir hatten einen Termin. Ich habe vieles über diese Ungeheuer gelernt. Man nennt sie die Grauen. Und das sind keine kleinen grünen Männchen, sondern hohe, unheimliche und gefährliche Kreaturen. In der Regel werden sie, wie folgt beschrieben, ein zum restlichen Körper überproportional großer Kopf, keine Haare, tiefe, schwarze Augen, graue Haut, lange, dünne Gliedmaße. Ihre Stimmen sind unvorstellbar. Das klingt ein bisschen wie auf Arbeit. Diese Außerirdischen sind sehr aggressiv gegenüber Menschen. Fein. Alles beginnt mit grellen Lichtern am Himmel in der Nähe des Hauses, die sich auf einer bestimmten Bahn bewegen. Wir hatten Lichter am Himmel. Hierbei haben die Menschen Nasenbluten, starke Kopfschmerzen und Ohrensausen. Ich habe in letzter Zeit auch Ohrensausen. Immer auf dem rechten Ohr macht so... Also da wie so Luft, aber ja gut. Und die Tiere beginnen zu rasen. Hört der Kater hier, der rast sowieso. Dann stoßen die Menschen auf Gedächtnislücken. Das ist auch normal. Ich laufe um die Ecke und weiß nicht mehr, was war. Das sind die Zeitspannen, in denen sie sich an nichts erinnern können. Als sie das Bewusstsein wieder erlangten, fanden sie sich anderswo wieder, zum Beispiel mitten auf einem Feld oder auf einer Straße mehrere Kilometer von ihrem Zuhause entfernt. Das passiert mir Gott sei Dank nicht. So ein langer Text. Wo war ich denn jetzt? Bin ich verrutscht? Bei einigen kamen furchtbare Erinnerungsfetzen zurück. Die Leute erinnerten sich an schreckliche Erlebnisse. Die Außerirdischen erlangten die Kontrolle über ihren Geist und beeinflussten ihre Psyche. Man konnte auch Spuren am Körper finden, und zwar Schnitte.
Ich habe einen Schnitt am Finger, aber ich dachte, das wäre bei Aldi passiert. Bei der Palpation war eine Verhärtung fühlbar, ein Fremdkörper, der sich unter der Haut rührte. Da ist bald irgendwann einer da, wenn man da hinguckt. Ein Foto aus dem Internet. Es sieht so aus, als hätte Peter Sherman etwas Ähnliches gesehen. Das sieht unheimlich aus. Ja, das sieht aus wie diese Stern-TV-Reportage, die meine Mutter... Ja, Mama, ich weiß, du guckst zu. Ich gebe dir jetzt die Schuld dafür. Die du geguckt hast, als ich klein war. Ich gesagt habe, Mama, ich habe Angst und habe mir die Augen zugehalten. Und du hast gesagt, ja, dann guck dich hin. Ja. Und ich habe aber durch meine Finger durchgelinst und habe das genau gesehen. Und seitdem bin ich da kein Freund von. Das war da nicht. Das ist aus einem YouTube-Video. Das ist auch sehr gruselig. In Hoffnung, dass es nicht passiert ist. Hallo? Socke. Ich hab doch schon. Auch nicht noch wieder, du Fehlscheiß-Text. Sticker. Ich habe mein altes Tagebuch gefunden. Ich war damals 15 Jahre alt. Wie konnte ich das alles vergessen? Der Text. Heute war der tollste und gruseligste Tag meines Lebens. Ich habe Außerirdische gesehen. Meine Eltern denken, ich lüge, aber es ist wahr. Ich habe an einem verlassenen Pier am Fluss geangelt. Plötzlich wurde ich von einem Grollen von hinten betäubt. Ich drehte mich um. Eine riesige Scheibe mit vier blinkenden Lichtern oder Fenstern drehte sich genau über dem Boden. Ich fühlte einen Schlag, der mich in die Luft zu werfen schien. Ich blieb hängen, als ob ich in der Schwerelosigkeit wäre. Alles um mich herum wurde plötzlich blendend hell und es kam mir vor, als ob ich ohnmächtig wurde. Ich erinnere mich an drei Außerirdische mit grauer Haut und großen Augen. Ich wurde auf den Tisch gelegt und ich fühlte mich daran festgewachsen zu werden. Sie standen über mir. Es schien mir, dass sie miteinander telepathisch kommunizierten. Dann kam einer von ihnen und tat etwas mit meinem Kopf. An nichts mehr kann ich mich erinnern. Ich bin spät am Abend am Pier aufgewacht und habe es kaum geschafft, nach Hause zu gelangen. Mir dröhnte der Kopf und ich ging wie im Delirium nach Hause. Zu Hause fand ich mehrere Schnitte an meinem Körper und zwei kleine, sehr gleichmäßige Löcher hinter dem Ohr. Das muss ich mal checken. Was war das? Ich habe Angst einzuschlafen. Ja, das hätte ich auch. Achso, ich mache ein Foto von dem Tagebuch. Kann ich ein bisschen näher ran? Gut, dann halt nicht. Kinderzeichnung, oh ja. Es sieht so aus, als ob dieses Bild von der verschwundenen Tochter des Pfarrers gezeichnet wurde. Es tut mir leid, aber es kommt ja erst um 18 Uhr raus. Das heißt, wenn ich euch müde mache, ist es ja gar nicht so schlimm. Gezeichnet wurde. Das Blatt ist beidseitig bemalt. Oh, danke, dass du das... Das erinnert mich an das Spiel, was Herr Schmitz gespielt hat. Wo es dem Hund dann nicht gut ging und er dann doch wieder... Oh, Text. Das ist das Zimmer der Tochter. In der Nacht hörte ich einen seltsamen... Das ist das Zimmer der Tochter. Das ist das Zimmer meiner Tochter, heißt das übersetzt hier, ne? In der Nacht hörte ich ein seltsames Geräusch. Als ich eintrat, war sie
ihrem Bett nicht mehr. Und das Fenster stand weit offen. Ich bin davon überzeugt, dass diese Ungeheuer sie entführt haben. Ja. Ja. Vielen Dank. Mitglieder der Familie Sherman. Das ist ein Hasi. Oh, ein Funkgerät. Kann ich das bitte mitnehmen? Allem Anschein nach gehörte es dem verschwundenen Mädchen. Beim Lauschen kann man sehr seltsame Geräusche hören. Mhm. Kann ich das nicht? Oh, ich kann zoomen, aber... Ente! Ah, ist das widerlich. Ich habe mein Headset auf 8. 8%. Und trotzdem ist das laut und widerlich. Hier, guck mal, ist doch ein Stromkasten. Na gut. Reift da jemand? Das finde ich gruselig. Unangenehm. Ihr Wasserhahn braucht immer noch. Das Sherman. Soll ich jetzt wirklich... Nee, warte, die war vorher nicht auf, oder? Oh ja, das ist... Lass uns einen Film gucken. Ah, ich ertrag das nicht. Fotos von toten Tieren. Ja, die habe ich auch im Wohnzimmer liegen. Oh, nee. Nee, nein. Oh, nein, nein. Kein Strom, aber Fernsehen, ne? Ja, komm. Hier, ein bisschen auf die Couch setzen, ein bisschen Netflix hier. Super Film. Ja, fein. Sputz zurück jetzt von alleine? Ja, gut. Na, so viel zu... Hä? Achso. Jetzt mal eine Frage, wo das Badezimmer ist. Als Kind begann ich Kopfschmerzen zu empfinden. Bis heute plagen sie mich immer wieder. Dutzende Male wandte ich mich an Ärzte, aber niemand konnte den Grund ihrer Entstehung erklären. Und in letzter Zeit ist ein seltsames, unangenehmes Jucken am Hinterkopf hinzugekommen. Die Antwort ist einfach, die Entführung. Du könntest doch einfach Kopfschmerzen haben, weil du zu wenig getrunken hast und dir mal die Haare waschen. Aber okay. An den Führungen durch Außerirdische erinnerte ich mich erst, als ich mein altes Tagebuch fand. Also in meinem Tagebuch steht auch ganz viel toller, lustiger Kram drin, aber das heißt nicht, dass das stimmt. Oder zumindest nicht, dass es so krass war, wie man vielleicht damals gedacht hat. Eben dann begann die Migräne. Die Schnittwunden hinter dem Ohr, die mir dann aufgefallen sind, die haben ihre Spuren hinterlassen. Genau da gibt es eine Schramme. Ich bin sicher, sie haben mir etwas eingebracht, eine Art Sender oder Implantat. Deswegen habe ich alles vergessen. Ich habe mich endgültig entschieden, es herauszureißen. Ich bin nicht verrückt. Ich weiß ja nicht. Oh, sie hat es tatsächlich getan.
getan? Oh, eine Büchse mit einem seltsamen Gerät. Wackel, wiggle, wiggle, wiggle. In einem Zettel behauptet Peter Sherman, ein außerirdisches Implantat hinter dem Ohr hervor ausgeschnitten zu haben. Vielleicht nehmen. Was ist das für eine Übersetzung? Ja, nimm mal mit. Natürlich. Kann ich das Messer bitte auch mitnehmen? Vielleicht tun die Aliens mir so nichts, weil die denken, sie haben mich schon gehabt. La 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 la. Hier ist überhaupt nichts los. Der Stuhl, der lag rein schon da. Und wenn nicht, dann war es der Wind. Na, wo hängst du? Hallo. Hallo. Natürlich gehen wir raus. Kein Ding. Ah, das war doch beabsichtigt. Daher steht da der Peter. Meine sieht nicht so gruselig aus. Da, aber das könnte... Nee, okay. Nein, wir... Wir machen einen schönen nächtlichen Abendspaziergang durchs Maisfeld. Die klauen mein Auto. Die klauen mein Auto, die Schweine. Ihr kriegt mein Auto nicht. Alles gut, alles gut. Wir fahren jetzt wieder, ne? Wir fahren jetzt bitte einfach wieder. Wir haben die Schnauze voll, oder? Ja. Wo ist der Knopf zum Verriegeln? Ah, jetzt geht doch gleich einer. Nehmen die mich samt Auto mit? Ich komm, fahr doch einfach. Ja, guck mal. Also. Das sieht total freundlich aus. Nein. Version des Spiels finden Sie ein großes Territorium der Gracewood Farm und eine vollständige Geschichte einer Entführung durch Außerirdische. Fügen Sie das Spiel Ihrer Wunschliste zu, um eine vergünstigte Veröffentlichung nicht zu verpassen. Haben wir schon. Ah, okay, Gott sei Dank. So, ich werde mir gleich einmal den Prolog anschauen und wenn sich das unterscheidet, dann nehme ich euch das natürlich auch auf. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen und ich werde mich jetzt mit irgendwelchen Serien ablenken, in der Hoffnung, dass ich das wieder vergesse und nicht davon träume. Tja, und ihr hoffentlich auch nicht. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Der Prolog erzählt die Geschichte des ersten Kontakts mit einem UFO, der 30 Jahre vor den in der Demo-Version... Hallo und herzlich willkommen. Ich bin gerade im Anschluss zur Demo von Montag. Okay, also, wir haben den Prolog gespielt. Der Prolog erzählt die Geschichte der 30 Jahre vor... hier Peter Sherman passiert ist.
stattfahren. Der Hauptheld ist ein gemeiner Soldat, Michael Anderson, der auf einer Militärbasis in der Nähe vom Bauernhof Greyswood im Dienst ist. Zufälligerweise wird er Zeuge schrecklicher, unerklärlicher Ereignisse. Okay, Start. Ich trinke nochmal. Oh nein. Oh, ich habe unten ein Radar. Ich weiß nicht, soll ich mal auf die andere Seite gehen, damit ihr den Radar sehen könnt? Eine Sekunde. Dup-di-dup-di-dup-di-dup-di-dup-di-dup-di-dup-di-dup. Gehen wir mal hier rüber. Jetzt hat er da ein Funkgerät. Er zieht weiter, wir sind doch noch gar nicht hier. Warte mal. Warte. Spiel fortsetzen. Okay. Ich hoffe, das geht so. Unten links steht nur Auto und da ist ein Funkgerät. Also, das ist mein Auto. Kann ich bitte einfach wieder fahren? Ich kann nicht springen. Okay, ein Auto. Ach so, vielleicht sollte ich einfach auf den grünen Punkt zulaufen. Oh, er ist aus Atem. Hä? Mach ich das richtig? Soll ich Scheiße an jetzt hier? Richtig? Als ob ich so ein Radar erkennen, lesen, benutzen könnte. This is Omega. We see you. We are monitoring. Okay, das ist okay. Ich hab Hilfe. Wir machen einfach einen netten Waldspaziergang. Der Wald ist jetzt auch nicht unbedingt wenig unheimlich, aber vielleicht weniger unheimlich als das Maisfeld. Omega, this is Michael Anderson. I report radiation detected. Counter indicator is average. Das ist das Geräusch.
Roger that, we're all quiet here. Das heißt nicht korrekt, also the object has been detected and is approximately away from here. We don't know this movement. Wie weit entfernt? Mehr Strahlung. Das ist sehr beruhigend, dass außerirdische Strahlung hat. Omega, what the hell is going on with your devices? Radiation levels are rising. Over. This is the base. Omega, stay away from the object. Observe the object from a distance. Was ist das Objekt denn? Ja, das würde ich auch gern wissen. Man ja jetzt nicht unbedingt machen müssen, ne? Man hätte den ja auch einfach auf dem Boden platzieren können. Can anyone hear me? Over. Can anyone answer? Damn it. Ich weiß nicht, wie ich richtig laufe. Ich hab kein Licht mehr durch den Helikopter. Drücken Sie N um die... Ah! Oh, das macht ja gar nicht unheimlich, ja. Wenn man M drückt, landet man hier. Lebt was auf Bambi. Oh nein, also es ist immer noch so laut in meinem Ohr. Ich kann nicht leiser gehen, sonst ist es aus. Glaube ich richtig? Wahrscheinlich nicht. Da ist Bambi, ja? Oh, hier ist, glaube ich, ein Weg. Sieht aus, als würde ich lächeln, aber ich presse eigentlich meine Lippen zusammen, weil ich sonst vielleicht A mache, wenn ich mich erschrecke. Streng genommen sieht es trotzdem aus wie ein sehr stranges Lächeln, aber nein. Ist das richtig hier? Nee.
Basis? Basis, könnt ihr mich hören? Oh. Das ist ja nicht so gut. Was ist das? Ja, hab ich gerade getan? Wusste ich schon. Was ist das? Da war doch gerade was. Das war doch hier. Ah, oh mein Gott. Ah. Was? Soll ich was tun? Soll ich da? Ich lauf doch da jetzt nicht hin. Was ist? Was ist? Mayday. Mayday, Mayday. Oh, oh, hi. Sie sind hier. Alien-Entführungshorror. Prolog. In der Vollversion des Spiels erfahren Sie, wie die Ereignisse des Prologs mit dem Bauernhof Gracewood und der Geschichte von Taylor Fox zusammenhängen. Fügen Sie das Spiel Ihrer Wunschliste hinzu, damit Sie die vergünstigte Veröffentlichung nicht verpassen. Okay, da habt ihr aber Glück. Dann schneide ich das noch an die erste Folge, an die Demo-Version. Dann nochmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.